Willkommen zurück bei Grounded. Wenn die Kamera hier heute ein bisschen dunkler ist, ich habe Fenster wegen der Hitze wieder auf und musste das Licht so anpassen, dass der Grünschirm hoffentlich weg ist. Ansonsten sollte es schlimm werden, hoffe ich, rechtzeitig die Kamera ausmachen zu können. Ja, nach dem Intro erzähle ich mal ein paar Sachen, was beim letzten Mal schiefgelaufen ist. Also, Intro. So, erstmal habe ich festgestellt, diese Geschichte hier mit dem Ameisenmenschen führt dazu, Stufe 1 sind die Roten, Stufe 2 sind die Schwarzen, Stufe 3 sind dann wahrscheinlich die Feuerameisen, deswegen klappt das hier nicht mit dem Angreifen. Das hier probiere ich mal aus, was das heißt, Spitzenpredator. Da haben wir hier die Sache. Mutationen. Bringt irgendwas zum Vorschein aus den Waffen? Dann nehmen wir mal so eine Boss-Waffe. Das ist auch gut hier. Verursacht, die dein Gebiet angreifen. Ja. Könnte sein, dass mir das bei dem finalen Kampf hilft. Mysteriöser Fremder. Den haben wir ja drin. Eckenschützen-Mutation. Ansonsten hier oben. Kritische Treffer lassen Gegner bluten. Leichte Rüstung. Bonus. Kritische Treffer verursachen Betäubungsschaden. Multiplikator. Angriffe erhöht extrem Zusatzschaden. Das ist meine Rüstung. So, und jetzt vermute ich mal, was beim letzten Mal bei der Königin schiefgelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob Dragon mir das schon geschrieben hat. Vermute ich aber auch. Ich habe sie wahrscheinlich einfach nur nicht gescannt. Das... Ja, genau das war's. Gotta get them all. Manchmal liegt es ja auch einfach nur an Kleinigkeiten. So, jetzt frage ich mich nur, was ist hier unten schiefgelaufen? Feuerameisenbaby. Feuerameisenkönigin ist hier. Ich hätte jetzt gedacht, hier die schwarze Königin. Schwarze Königin, schwarzes Baby. Na gut, die sind anscheinend nicht so ganz drin. Und die roten, die Feuerameisen werden mich natürlich weiter angreifen, da ich mit der schwarzen nicht befreundet bin. So. Kämpfen wir uns also hier durch und wir testen mal, was die Mutation bringt. Und dann müssen wir das hier scannen auf alle Fälle. Muss auf alle Fälle mal mehr drauf achten, wenn ich hier so habt ihr schon irgendwas gesehen, was auf die Mantis-Fähigkeit hindeutet? Ich nicht. Thank you.
Was ist das jetzt? Dass ich hier zurückgefallen bin. Also, ganz ehrlich, was ist das jetzt? Bin mir nicht so sicher, ob ich da richtig zurückgeschleudert worden bin. Und das mit dem Controller riecht mich hier nach wie vor auf. Das war nicht gerade der Fall wieder. Teile der Rüstung habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich sehe da weder Bluten. Noch sonst irgendwas. Gibst du mir den mal zurück, danke. Also ich sehe immer noch nicht den großen Vorteil, da ist ja einmal geblutet. Ich sehe hier gerade echt nicht den großen Riesenvorteil. Greift die auch mit an oder die nutzen? Meine andere Ameise kämpft mit. Muss ich mir mal angucken. Da gibt die mir nur den Bonus. Da hat man die Boni, die kämpfen gar nicht mit, ne? Stimmt ja. Welchen Bonus kriege ich denn von meiner Feuerameise hier? Das war's mit der anderen Ameise. Kann ich einfach mehr schleppen. Erhöht den Schaden durch säurebasierte Effekte. Ah, super, also jetzt meine Babyameise ist dafür da, dass ich diesen Schaden hier erhöhe. Also nützt es mir gerade gar nichts.
Da an der Stelle bin ich. Okay. Grundsätzlich immer nach oben führt zum Ausgang. Oder in eine Art Schatzkammer. Auch gut. Uli, du gehst mir immer noch auf den Käse. Warum fliegt du mir neuerdings immer direkt vor der Nase rum? Ich bin ganz nah am Ausgang. Würde ich jetzt jedenfalls sagen. Rasenmäher-Ameisenhaufen. Ich habe einen neuen Ausgang gefunden. Richtig, richtig cool. Safety, how many aphids is that? Deswegen ist das für mich grundsätzlich besser wie das Katana. Weil man einfach aus der Entfernung trifft. Diesmal hätte ich sie fast angegriffen. Wolfgang geht mir auch auf den Zeiger. Okay, da ist mein Haus. Thank you.
Mistkäfer hier. Und tschüss. So. Und noch einer. Ich verstehe auch nicht, warum Tulli manchmal angreift und manchmal gar nichts tut. Das Himmel- und Hölle-Spiel. Stampede incoming! Und nochmal. Schon gefühlt kann ich öfter zuschlagen, ohne so schnell K.O. zu gehen, dank der besseren Rüstung hier. Das hier? Ja, hier war das Rohr. So, und da hat mir Regen gesagt. Armor Protection, engage! Nimm die Bomben und schmeiße sie in das Loch. RB, was ist ein RB? Okay, ich merke schon, ich sollte lieber speichern, bevor meine Bomben gleich alle weg sind. Jetzt hat's geklappt. Okay, zwei Bomben habe ich ja noch. So, und jetzt müsste ich hier drüber eigentlich dahin tauchen können. Und jetzt ist hier ein Loch. Ups, und jetzt komme ich zumindest an diese Teile hier dran. Ja,
Ja, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen halt nicht, ne? Noch mehr Wasser. Jetzt eigentlich nicht hier, wer weiß, wie lange rumrennen. Mein Inventar ist fast voll. Das war auch das Ding. Okay, so. Ich würde sagen, alles schreit danach, die Heimreise anzutreten. Und dann ist der nächste Programmpunkt, sich mit der schwarzen Ameise anzufreunden. Babyhütte bauen auf alle Fälle. Für das Baby bauen, dann habe ich ja beide und unbedingt diesen schwarzen da unten sieht man sogar das Teichlabor. Cool. Ja, den schwarzen Keks finden. Ich habe jetzt schon einige immer wieder mal abgebaut, aber sie tauchen einfach nicht auf. Die Mantis-Rüstung sieht schon cool aus. So eine Assassin-Rüstung. Nett. Naja, und vielleicht auf den Witwen durch noch Salzschaden machen. Und dann müsste ich bald mal da oben den nächsten Kampf angehen und nochmal versuchen, alles zu verteidigen. Ist mal mit anderen Einstellungen und deutlich verbesserten Waffen. So, da ist das die Babyhütte. Persönlichkeit, undiszipliniert, Bonuseffekt, Säureschaden, Lieblingsessen, Säurebraten. Johnny rufen. Persönlichkeit, Hass erfüllt.
So, Kopf. Gehen wir mal nach ganz unten. Da irgendwo waren doch die Rüstungen für die Haustiere. Kleiner Feuerhelm. Oh, was ist das da oben? Guck mal hier. Ich habe gerade noch was gesehen. Das war ganz oben, durch Zufall. Sarahs Amulett. Rechtes Elfenamulett, linkes Elfenamulett, Teichmoos, zähe Schmiere. Ein wiedervereinigtes Kieseldorf, Klatschelfen, Umarmungsamulett. Ein geschrumpftes Andenken von Sarah Tully. Eine kraftvolle Umarmung vereint die Energie beider Teile in einem. Hergestellt. Natürlich vereinige ich die. Das habe ich jetzt nur durch Zufall gesehen. Das sah ja cool aus. So. Feuerameisenhelm. Zweites Mal produziert. Kann man anscheinend leider nicht verbessern. Ein Haustier hier. Haustier ausrüsten. So. Haustier ablegen. Und jetzt Haustier ablegen und ausrüsten. Umbenennen. RB. Feuerameisenbaby wird umgenannt und den nennen wir noch Grisou, weil Grisou will Feuerwehrmann werden. Und das passt einfach. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Grounded.